Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play auf meinem YouTube-Kanal. Wir schauen uns ab heute den City Driver, ein neuer Simulationstitel aus dem Hause FuelApp, mal etwas genauer an und werden, ja, mit dem Auto durch München fahren. Ja, das ist quasi ja, der Sinn dieses Spiels, beziehungsweise die Aufgaben dieses Spiels, mit dem Auto durch München zu fahren und da diverse Aufträge zu erledigen. Ich bin wirklich mal sehr gespannt, ja, was einem in diesem Spiel so fahrig erwartet, wie sich die Autos anfühlen beim Fahren. Ja, es sind mehrere verschiedene Modelle dabei. Nicht lizenziert, aber man erkennt eigentlich ganz gut, wie jetzt im Hintergrund zum Beispiel, dass da ein Tesla steht. Und ja, ich bin einfach mal sehr gespannt, wie sich auch diese Aufgaben so zu erledigen lassen. So, ich würde sagen, wir starten einfach mal durch. Ich drücke einfach mal die Beliebig-Taste und ja, ich klicke einfach mal auf Neues Spiel starten. Wir spielen übrigens auf Ultra-Einstellung, maximaler KI. Aber ich muss noch dazu sagen, leider nicht in der passenden Auflösung. Dieses Spiel reiht sich leider wie der Autobahnpolizeisimulator in die Reihe der Spiele ein, die meine Monitorauflösung nicht unterstützen. Mein Monitor ist ein UWQHD-Monitor mit einer Auflösung von 3440x1440 und dieses Spiel unterstützt maximal die Auflösung von 2560x1080. Wichtige Info für alle, die einen größeren Monitor haben, deswegen sage ich das lieber mal hinzu. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns gerade einfach mal die Autos an. Man erkennt hier natürlich, dass es sich hier um einen Mercedes handelt und aber wie gesagt, kein Mercedes-Stern vorne drauf klebt, weil die ganzen Fahrzeuge sind nicht lizenziert. Aber ich denke mal, dass da die Modding-Community sehr schnell über den Workshop die Lizenzen nachreichen wird. Bin ich mir ganz sicher. So. Das ist übrigens ein DLC-Fahrzeug und auch eins der größten Fahrzeuge aktuell im Spiel. Das ist nochmal das gleiche, nur halt mit manueller Schaltung. Das da ist Automatikschaltung. Das ist auch ein DLC-Fahrzeug und daran erkennt ihr schon, ich habe mir das Deluxe-Bundle geholt. Ja, und das ist ein Standardfahrzeug, Ferrari, VW, auch standardmäßig dabei. Und dann noch diverse Tesla-Modelle. Jawohl. Ja, kommen wir nochmal zu den DLC-Fahrzeugen zurück. Das sind quasi die DLC-Fahrzeuge, die ich mir dazu gekauft habe, beziehungsweise ich habe mir das Deluxe-Bundle gekauft. Das Spiel an sich kostet 35 € und aktuell bekommt man das Deluxe-Bundle als Einführungsrabatt für 37 €. Nach dem Einführungsrabatt kostet dieses Deluxe-Bundle mit den zwei Fahrzeugen quasi mit dabei, beziehungsweise drei, einmal Automatik, einmal Schaltung, für 53 €. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, nehme ich einfach gleich das komplette Paket, kostet nur 2 € mehr aktuell. So, haben wir das auch geklärt. Ja, ich würde aber sagen, wir fahren in dieser Folge mal mit dem VW los. Ich habe irgendwie das Tutorial mit dem gemacht, jetzt hätte ich da irgendwie auch Bock drauf, mit dem erstmal durch die Stadt zu gurken. Fangen wir erstmal klein an. Ja, man hat aber hier auch noch die Möglichkeit, das Design von dem Fahrzeug ein bisschen anzupassen. Und zwar kann man hier auf die Fahrzeugfarbe gehen, kann hier die Sättigung auswählen und kann sich dann das Auto umlackieren, wie man möchte. Und ich sehe gerade, pro Umlackierung ändert sich auch das Nummernschild. Das ist natürlich auch interessant. Okay, alles klar. Ja, auf jeden Fall hat man die Möglichkeit, sich die Fahrzeugfarbe anzupassen. Ich würde aber sagen, wir lassen es einfach mal weiß. Wir lassen es einfach gerade mal weiß. Man kann hier auch Glanz auswählen, wie sehr es glänzen soll. Eher matt, eher glänzend, wie man es quasi möchte. Genau. Ich würde aber sagen, wir lassen das gerade einfach erstmal so, wie es ist. Wir nehmen einfach jetzt mal die Automatik-Variante. Wir werden aber dann auch noch Schalterfahrzeuge fahren. Ich habe auch mein Logitech G25 hier gerade schon komplett eingerichtet. Das heißt, ich könnte auch theoretisch den Schalter fahren. Ich möchte aber jetzt zu Beginn erstmal hier mit dem Automatikfahrzeug starten. Wir sehen auch hier übrigens noch die ganzen Informationen. Verbrenner, Motor, Getriebe, Automatik. PS 116, Beschleunigung 0 bis 100 in 10,5 Sekunden. Sitzplätze 5, Stauraum 4. Was auch immer das für eine Einheit ist. Ein Lehrer würde jetzt sagen, Äpfel, Birnen, irgendwas. Keine Ahnung, aber ich sage einfach mal Stauraum 4. Okay, wir klicken mal auf Weiter, dann kommen wir zum Startort. Dann sehen wir auch schon mal die komplette Map, die wir befahren können. Es ist nicht ganz München. Es ist nur ein kleiner Teil von München, aber ist auch nicht so wild. Ich glaube, man ist trotzdem lang genug hier unterwegs, wenn man hier irgendeine Aufgabe erledigt. Ich würde sagen, ist nur die Frage, wo wollen wir anfangen? Mitten in der Stadt wäre vielleicht ein bisschen blöde. Ich würde gerne, glaube ich, einfach mal hier starten. Petulring sind wir dann da. Den kennen wir, das kennen wir doch. Das kennen wir doch von Dramsim. FuelApp ist übrigens der Entwickler von Dramsim. Und Petulring kennen wir aus Dramsim. Genau, klicken wir einfach mal auf Spiel starten, würde ich sagen.
Und dann gucken wir uns einfach mal so an, wie das Fahrzeug sich beim Fahren verhält, ja, wie es sich allgemein so anfühlt, wie es allgemein auch so aussieht. Und übrigens muss ich noch dazu sagen, man kriegt beim Spielstart eine Auswahl gestellt, in welcher Version man starten möchte. DirectX 11, glaube ich, DirectX 12, alten Shader, neuen Shader. Wir spielen die experimentelle Version mit DirectX 12 und dem neuen Shader, wollte ich nur auch mal dazu sagen. So. Da sehen wir auch schon unsere Möhre. Unser Auto ist mit einem Symbol gekennzeichnet, kann man aber ausstellen, dass man das nicht mehr sieht. Da muss man sein Auto suchen. Und ja, gucken wir uns erstmal das Auto an, würde ich sagen. Ja, ist typisch VW, würde ich sagen. Ja, das Logo ist halt, wenn man es umdreht, könnte es Vincent Weiß sein, so ähnlich. Nein, Quatsch. Ist natürlich, wie gesagt, alles nicht lizenziert, aber ich denke mal, da es Modding-Unterstützung gibt und noch besser geben wird, glaube ich, aktuell ist schon Modding-Unterstützung vorhanden, aber ich glaube, da sollte noch irgendwas nachgereicht werden oder so. Bin ich mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher, wird hier bestimmt ganz schnell dran rumgebastelt und dann ist das Original-Logo vorne drauf, bin ich mir ganz sicher. Ja, das ist auf jeden Fall unser Fahrzeug. Wir können auch die Türen überall öffnen, dann sehen wir, beim Türen öffnen geht der Blinker mit an, wahrscheinlich, weil das Fahrzeug direkt verriegelt wird und so weiter, könnte ich mir jetzt denken. Oder es ist halt auch Keyless Go, dann passiert es gerne mal, wenn man an dem Griff zieht, dass das Auto sich nochmal entriegelt, obwohl es schon entriegelt ist. Jedenfalls, wie gesagt, wir können uns das Fahrzeug so angucken. Wir können uns aber nicht hier hinten reinsetzen, habe ich schon festgestellt. Man kann aber auch hier den Kofferraum aufmachen. Das ist für die Aufgaben dann ganz praktisch, wenn man irgendwelche Sachen transportieren muss. Da sehen wir übrigens gerade Werbung von Dramsim. Und ja, es sieht aber modelltechnisch, sieht schon wirklich wunderschön aus, muss man sagen. Ja, sieht schon wirklich wunderschön aus. Wir sehen, das Navi ist schon an. Ist jetzt vielleicht nicht so ganz realistisch, wenn man die Tür aufmacht. Wobei, wenn ich bei meinem Auto so dran denke, das Navi fährt dann auch hoch. Es ist zwar nicht direkt das Start oder das Navi da, sondern erstmal ein Ford-Logo, aber kann ja bei VW anders sein. Wir haben übrigens gerade eine Aufgabe reinbekommen. Triff dich mit dem Geschäftspartner, fahre zum Restaurant North End Street und interagiere mit dem Restaurantbedienfeld. Hi, ich bin gerade in der Stadt, wie wär's? Wollen wir uns zum Abendessen treffen? Können wir von mir aus mal annehmen? Das ist da unten irgendwo. Okay, da muss ich hin. Da müssen wir mal gucken, ob wir da einen Parkplatz finden. Wir sind jetzt gerade hier oben beim Petulring. Wir müssen hier runter in die North End Straße. Nordenstraße, nicht North End, Nordenstraße. North End? Nordenstraße. Ach, egal. Wir fahren auf jeden Fall jetzt in die Stadt mit unserem Töff-Töff. Da haben wir unser Töff-Töff. Da setzen wir uns auch mal rein, würde ich sagen. Und dann gucken wir uns das Auto doch gerade mal von innen an. Ja, wir können auch hier die Tür aufmachen von innen. Ansonsten typisch Auto. Sehr schönes Modell, muss man sagen. Wir können auch hier die Handbremse und so mit Maus lösen. Wir können hochschalten, runterschalten mit der Maus. Wir können auch hier Hupe anklicken, alles soweit so gut. Und ja, Licht können wir auch bedienen. Lassen wir aber natürlich, würde ich sagen, auf Auto. Wir können hier die Tür nochmal öffnen, schließen. Müssen aber nicht aussteigen, wir können drinnen sitzen bleiben. Und ja, lauter schöne Spielereien. Gut, ich würde sagen, wir werfen einfach gerade mal die Karre an. Und dann machen wir uns doch direkt mal auf dem Weg. So, ich schalte gerade mal den Rückwärtsgang. Dann geht auch die Rückwärtsfahrkamera an oder die Rückfahrkamera. Dann können wir ganz entspannt rückwärts fahren. Und ja, Parklücke ist zum Glück groß genug. Da kommen wir ohne Probleme raus. Ich weiß halt jetzt nur nicht, ob es richtig ist, wo ich hier oder wie ich mich gerade hingestellt habe. Es kann sein, dass man auch nur die andere, ups, falsche Richtung geschaltet. Kann sein, dass man auch nur die andere Richtung rausfahren kann. Das sehen wir aber dann gleich. Wobei, ich glaube, da vorne geht's raus. Ich glaube, da vorne geht's raus. Wird schon passen. Ja, aber ich muss so sagen, an sich, von der Bedienung her, von der Steuerung, fühlt es sich schon echt gut an beim Fahren. Also da gibt's überhaupt nichts zu meckern. Da hätten wir noch eine weitere Aufgabe. Es fühlt sich schon sehr gut an. Falls ihr jetzt wieder ein lautes Brummen hört beim Lenken, bitte nicht wundern. Altes Logitech G25, mein altes Lenkrad. Hört man halt einfach ein bisschen. Aber hat sich auch recht gut einrichten lassen im Spiel. So, dann fahren wir hier mal auf gut Glück raus, weil ich kann gerade nicht weiter zur Seite gucken, so wie ich mein Lenkrad eingerichtet habe. Aber da kommt gerade auch kein Auto entgegen. So, geben wir doch gerade einfach mal Gas. Wenn ich natürlich Vollgas gebe, Automatikfahrzeug schaltet es nochmal einen Gang runter, dass es schön hochbeschleunigen kann. Aber wir werden hier versuchen, einigermaßen realistisch zu fahren natürlich. Ist ja auch Sinn und Zweck des Spiels, realistisch durch München zu fahren. Ja, und das werden wir auch versuchen umzusetzen. Ob ich das so schaffe, keine Ahnung, aber ich gebe mein Bestes. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes.
Ah, er hat nicht ganz so toll geparkt da an der Seite. Das Einzige, was mir so ein bisschen fehlt, muss ich sagen, ist, dass ich den rechten Spiegel einblenden kann. Ich habe da jetzt keine Option gefunden. Es kann sein, dass es im Handbuch drin steht. Ich muss gestehen, ich habe jetzt nach fast 2 Stunden versuchen, ein Spiel einzurichten, habe ich jetzt keine Interesse mehr gehabt, ins Handbuch reinzugucken. Werde ich dann auf jeden Fall noch machen, aber es ist auch so machbar. So, kann ich hier gerade mal dran vorbeifahren? Das wäre wunderbar. So. Blinken wir einfach mal ganz wild. Ja, und das ist jetzt quasi so eigentlich die Hauptaufgabe von dem Spiel. Man fährt durch die Gegend und ich sehe wieder die Ampeln überhaupt nicht. Man fährt durch die Gegend und erledigt kleinere Aufträge. Ich muss weiter vorfahren, sonst sehe ich die Ampel leider nicht. So. Ja. Das ist quasi Sinn und Zweck des Spiels. Ah, da vorne ist auch eine Ampel, sehe ich gerade. Ich bin es einfach nicht von Spielen gewohnt, dass ich so eine Ampel doppelt zur Verfügung habe. Oder zählt die schon wieder extra? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich zählt die extra. Oder auch nicht. Oder doch. Also die Straßenbahn hat gerade grün geschaltet. Habe ich auch grün? Nee, ich habe rot. Jetzt habe ich grün. Okay. Ja, dann fahren wir einfach mal durch München. Es ist halt, also vom Fahren her, es fühlt sich gut an, aber ich bin halt immer noch gespannt, wieso der Langzeitspielspaß von dem Spiel ist. Ich habe so ein bisschen Bedenken, dass man halt jedes Fahrzeug einmal gefahren ist und dann sich so sagt, ja, jetzt kenne ich München, jetzt kenne ich die Fahrzeuge und jetzt? Da habe ich das so ein bisschen Bedenken zu, muss ich sagen. Aber gut, wenn sie es gut fahren lässt und gut anfühlt, dann hat man vielleicht auch ein bisschen länger Spaß dran. So, ich bleibe jetzt mal hier stehen und sehe ich die Ampel wieder überhaupt nicht. Weil man ja so einen großen Sensorkasten am Rückspiegel leider hat. Wie in der Realität im Auto. Ist genauso. Ich bin nur gerade ein bisschen verwirrt. Die Ampel links ist anscheinend für die Linksabbiege, hat aber keinen Pfeil drauf. Okay, schon mal ein Detail, was mir aufgefallen ist, was irgendwie komisch ist. Aber egal, wird schon passen. So, da haben wir grün. Geben wir mal Vollgas. Ja, beschleunigt gut hoch, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Aufgaben. Jetzt haben wir Geschäftsessen. Ich hatte vorhin schon mal einen Auftrag, da hatte ich quasi dann plötzlich einen leeren Tank und musste zur Tankstelle noch irgendwie kommen. Und ja, es ist unterschiedliches Zeug zu erledigen. Und ja, wir werden jetzt in den nächsten Folgen einfach mal ein paar Aufgaben erledigen, die Autos durchtesten und da mal ein bisschen rumprobieren, uns die Autos mal anschauen, mal ein bisschen durch München fahren und dann, ja, sehen wir mal weiter, wie viele Folgen es von City Driver so geben wird und wie lange halt, wie gesagt, der Spielspaß ist und wie sehr halt oder wie gut dieser Titel halt auf dem Kanal ankommt. So, hier, wow, steht jemand so halb auf der Straße, da möchte ich mich jetzt ungern dran vorbeiquetschen, beziehungsweise vielleicht können wir uns dran vorbeiquetschen. Ja, wird schon passen. Ich habe jetzt nicht in den Spiegel geguckt. Ja, hallo, warum läufst du? Wahrscheinlich hat er die Ampel jetzt schon mittlerweile auf rot geschaltet, aber egal. Es macht aber schon Spaß, so schlagartig hoch zu beschleunigen. Ist schon gut umgesetzt, also so typisch Automatik. Dann erstmal einen Gang runterschalten und dann richtig schön durchzwiebeln. Das ist so typisch. Kommt schon gut rüber, also es fühlt sich auch vom Fahren her wirklich gut an. Also das kann ich jetzt schon sagen. Ich hatte auch vorher schon mal eine kleine Probefahrt gemacht. Das fühlt sich schon wirklich sehr gut an. Da gibt es wenig zu meckern. Vom Schalten her bin ich noch so ein bisschen am Gucken. Ich habe ganz kurz nur das Tutorial gemacht mit dem Schalter quasi. Und da war ich mir noch nicht so ganz einig, ob das realistisch ist oder eher nicht. Es wäre aber jetzt ganz schön, wenn der mal vor mir fahren würde. Hallo? Grüner wird's nicht. Grüner wird's nicht. Ja, man kann sich ja auch übrigens Radio einrichten, Online-Radios einrichten und kann die dann hören, die man möchte. Ist gar kein Problem. Ich muss natürlich wieder die Musik auslassen, beziehungsweise ich bin am Überlegen, die YouTube-Audio-Mediathek dann vielleicht wieder im Spiel hier laufen zu lassen. Weil da haben wir so ein bisschen mehr Unterhaltung zwischendrin und ein bisschen Gedudel dabei. Das ist ja auch gar nicht so verkehrt. Und ja, da vorne sehen wir, glaube ich, schon mal ein Restaurant. Da könnte man theoretisch hin, aber wir haben ja den Auftrag, uns mit dem Geschäftspartner zu treffen. Und deswegen fahren wir da natürlich hin. Super, ich sehe da. Rote Ampel überfahren. Ja, das mit diesen. Rote Ampel. Wir sehen es genau. Ich stehe eigentlich nicht über der Linie drüber. Und man kriegt bei dem Spiel ständig irgendwelche Anschüsse, ist mir schon aufgefallen, ohne dass man irgendwas falsch gemacht hat. Also, das kommt tatsächlich häufiger vor, habe ich schon festgestellt, auch schon bei der Probefahrt, die ich gemacht habe. Da wurde ständig gesagt, ich habe nicht geblinkt, obwohl ich geblinkt hatte. Ich bin über rote Ampeln gefahren, obwohl sie nicht rot waren. Ich, ja, lauter so Sachen.
Hier steht auch jetzt gerade ein Auto mitten auf der Straße rum, ohne Sinn und Verstand, aber naja, so ist es halt. So ist es halt leider. Kein Blinker gesetzt. Ihr hattet gesehen, ich hatte den Blinker an, ich krieg jetzt die Bestrafung, kein Blinker gesetzt. Also das ist noch ein bisschen arg buggy bei dem Spiel, muss ich sagen. Raubt einen so ein bisschen auch schon den Spielspaß, muss ich auch erwähnen, aber gut, wir lassen uns davon nicht stören. Ich gucke dann vielleicht auch mal, ob ich es ausstellen kann. Vielleicht lasse ich es auch an, damit wir dann sehen, wenn das ein bisschen korrekter funktioniert. Das ist eigentlich die perfekte Ansicht zum Einparken. Aber egal. Wir werden es dann natürlich so probieren. Ich hoffe ja mal, dass wir da sowieso einen Parkplatz in der Nähe haben. Ich kenne mich ja hier überhaupt nicht aus. Ich kenne München nur ein bisschen durch Tramsim. Aber so mit dem Auto auf der Straße rumfahren, kenne ich halt persönlich München nicht. Es ist halt wieder was komplett anderes. Aber gut. Wir werden schon einen Parkplatz finden. Ich will gerade mal gucken, ob... Nee, Warnblinker funktioniert nicht. Warnblinker ist standardmäßig nicht eingerichtet. Ich habe mir den quasi auf eine Taste gelegt, Numpad 5. Und habe dann Numpad 5 auf mein Lenkrad gelegt. Und das funktioniert aber irgendwie nicht. Keine Ahnung warum. Ja, man sieht halt auch an der einen oder anderen Stelle, merkt man halt auch, dass es nicht so hundertprozentig fertig ist, wie es, glaube ich, hätte sein sollen. Weil Lenkrad einstellen hat zwar funktioniert, war aber schon ein ganz schöner Akt. Weil dieses Konfigurieren, da wird man eigentlich durchgeführt beim Lenkrad, aber das funktioniert irgendwie nicht so hundertprozentig. Da muss man da rumklicken, erstmal rumexperimentieren, rumprobieren, rumtesten. Man kann auch nicht einfach eingeben, invertierte Steuerung oder nicht. Geht auch nicht so einfach, ist auch noch ein bisschen problematisch. Aber ich bin froh, dass ich das Lenkrad jetzt überhaupt zum Laufen gekriegt habe und somit bin ich da schon mal zufrieden, was das betrifft. Aber wie gesagt, man hat an der einen oder anderen Stelle halt doch noch so ein paar kleinere Problemchen. Aber so an sich... Es ist Release-Tag und es läuft. Ja, sagen wir es mal so. Es ist Release-Tag und das Spiel läuft. Ich hoffe gerade, dass ich richtig fahre. Da rechts waren übrigens gerade, so wie es aussah, Ladesäulen für den Tesla. Wir werden uns halt jetzt von Folge zu Folge mal die ganzen Fahrzeuge anschauen. Ich freue mich aber schon am meisten auf den Sprinter, ehrlich gesagt. Weil, großes Auto ist das größte, das aktuell im Spiel verfügbar ist. Der Entwickler hat gesagt, er will jetzt mal drauf achten, was sich die Community so wünscht. Und dann werden da auch noch andere Fahrzeuge vielleicht hergestellt oder beziehungsweise modelliert und eingefügt. Und mal gucken, was so die Modding-Community anstellt. Weil das Spiel unterstützt ja Modding und soll ja auch dann so ein bisschen davon leben. Deswegen, da bin ich mal sehr, sehr, sehr gespannt. Ich freue mich schon hier drauf, irgendwann mit dem LKW oder mit dem Bus hier durch München zu fahren. Das wäre jedenfalls eine ganz coole Sache. Oder halt irgendwelche Sondereinsatzfahrzeuge beziehungsweise Blaulichtfahrzeuge. Würde ich auch total feiern. Wurde ja auch, glaube ich, vom Entwickler nicht ausgeschlossen, wenn ich das so richtig interpretiert habe bei der NextSim 23. Ich habe so ein bisschen Angst, weil die Leute immer so ein bisschen auf der Straße stehen. Die stehen nicht auf dem Bürgersteig, die stehen immer so leicht auf der Straße. Das macht mir immer ein bisschen Panik. Das macht mir immer so ein bisschen Panik. Aber so an sich muss man sagen, es läuft recht flüssig auf meinem System. Ja klar, wir haben mal so kleinere Nachladeruckler dabei, das ist aber verkraftbar. Ah, ansonsten läuft es recht flüssig. Wir haben aber aktuell auch nicht ganz so viel Fahrzeugverkehr. Dafür, dass wir angeblich 7.30 Uhr morgens haben, ist recht wenig los, weil ich denke mal, um die Uhrzeit ist bestimmt München auch komplett Chaos, könnte ich mir vorstellen. Also jedenfalls bei uns um die Uhrzeit, uiuiui, verlass lieber nicht das Haus. Da vorne ist auch schon das Restaurant. Ich muss dann mal einen Parkplatz suchen. Ich hoffe mal, dass das Spiel mir einen Parkplatz freistellt. Ich weiß auch jetzt nicht, ob schon irgendwie Trams hier unterwegs sind. Ich befürchte leider nicht. Okay, wir hätten hier vorne vielleicht einen Parkplatz. Ich bin überlegen, fahren wir da rein? Ich glaube, wir fahren hier rein. Jetzt kann ich meine nicht vorhandenen Einparkkünste mit dem Auto hier mal unter Beweis stellen. So. Ups, schalten wir gerade mal in den Rückwärtsgang. Ich wollte jetzt schon mal so ein bisschen mich in die Parklücke hier reinquälen. Es wäre auch gut, wenn ich den Spiegel da sehen würde. Damit die Straße schon mal ganz normal weiterfahren kann. Aber wie cool das auch mit dem Piepsen umgesetzt ist. Ich weiß nicht, ist das da vorne eine Einfahrt? Wahrscheinlich nicht. Das sieht aus wie ein Zaun. Komm, ich fahre nochmal einen Meter rückwärts. Da geht noch was. Da kommen wir zum gefühlvollen Fahren mit einem Automatikfahrzeug. Das beherrsche ich nicht so wirklich. Okay. Ich würde sagen, wir gehen mal auf P. Dann schalte ich die Karre mal aus. Bremse ist drinne, könnte man jetzt theoretisch hier auch nochmal anziehen. Aber die war eh schon an, als ich den Motor ausgemacht habe. Und dann kommt gerade kein Auto, würde ich sagen, raus hier. Halte F, machen wir doch gerade mal. Ja, komm, könnte schlimmer sein. Oder könnte schlimmer, das erste Mal einparken mit dem Auto und dann noch ein Automatikfahrzeug.
Ja, wir haben hier keine Einfahrt zugestellt, das hat der andere übernommen. Also alles gut. Übrigens, DHL ist hier DPL. Okay, ich muss irgendwo da vorne, ist das Restaurant. Habe ich ein bisschen weit weg geparkt, kann das sein? Aber ich wollte jetzt nicht hier Parkplatz suchen. Boah, schnittige Karre, aber kacke geparkt. So, laufen wir gerade mal zum Restaurant. Habe ich die Tür zugemacht? Ja, gell? Hatte ich zu. Okay. Hallo. Da müssen wir hin. Okay, hier wäre auch noch ein Parkplatz frei gewesen. Hätte ich mich ein bisschen mehr reinquetschen müssen. Aber ist komplett wurscht. Bevor ich jetzt hier durch München gurke und keinen Parkplatz kriege. Restaurant. Öffnungszeiten 24 Stunden. Du kannst mit diesem Standort interagieren, den du innerhalb des markierten Bereiches stehen bleibst. Erforderlich für einige Missionen und Aufgaben. Moment. Du kannst im Bereich stehen bleibst. Okay, einfach stehen bleiben, F drücken. Ich habe gedacht, das wird dann automatisch ausgelöst, aber nee, man muss F drücken. Triff dich mit dem Geschäftspartner. Aufgabe abgeschlossen. Haben wir geschafft. Wir haben unsere erste Aufgabe im City Driver geschafft. Es ist ja mal extrem kacke geparkt. Da bin ich mal gespannt, wenn die so Schilder hier stehen haben, ob dann wirklich von 9 bis 23 Uhr hier keiner stehen bleibt. Aber natürlich, ein Schild in der Stoßstange ist ungemütlich. Ja, die haben alle nicht ganz so ordentlich geparkt, wie man sieht. Die stehen alle so ein bisschen im Bürgersteig drin, aber gut. So, dann haben wir die Aufgabe abgeschlossen. Ich glaube, weitere Aufgabe haben wir aktuell nicht. Wir können theoretisch, ich weiß nicht, was sagt denn unser Sprit von dem Auto? Man könnte theoretisch tanken fahren oder einfach so durch die Gegend gurken. Man kann hier diverse Orte besuchen. Wir haben auch hier auf der Map Aufgaben stehen. Die Hungerspiele. Fahre zum Standort, um die Mission zu beginnen. Ja, man hat also ein paar Sachen, die man erledigen kann. Ich wollte aber jetzt gerade mal ins Auto nochmal reingucken und gucken, was so der Tank sagt. Wo haben wir denn hier überhaupt unsere Tankanzeige? Da. Sprit ist voll. Wir sehen es auch unten rechts. Im HUD quasi 79%. Ist okay. Ist okay. Ist nur die Frage, wo wollen wir jetzt hinfahren? Wir könnten theoretisch noch eine Aufgabe machen. Kaufrausch. Oh, Kaufrausch klingt doch gut. Kaufrausch klingt gut. So, dann müssen wir die Bremse noch lösen, beziehungsweise das Motor noch, das Auto noch anschmeißen. So, ist an. Müssen wir noch auf Drive schalten. Ah, Blinker wieder links. Kommt gerade aber ein Auto. Wir können trotzdem schon mal losrollen. Und dann fahren wir mal los. Fahren wir mal zum Kaufrausch. Mal gucken. So, ich mache gerade mal wieder dieses Fadenkreuz aus. Ich finde es aber schon mal ganz cool, dass man hier ganz viele Sachen hat auf der Map, die man besuchen kann oder wo man Aufgaben erledigen kann. Dann ist es durch die Gegend fahren nicht ganz so langweilig. Ich bin jetzt mal gespannt. Kaufrausch könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht bedeutet, wir haben ganz viele Tüten dann. Kein Blinker gesetzt. Ich hatte doppelt sogar bestraft geworden, weil ich kein Blinker gesetzt habe angeblich. Okay, wird es ganz schön eng, aber passt schon. Oh, das gefällt mir aber. Oh, das erinnert mich an Frankfurt. Oh Gott, dieses Automatikauto, ich krieg noch Krämpfe. Nur weil ich manchmal den Blinker, bevor ich fertig bin, abbiegen, schon ausmache. Aber die Straße erinnert mich an Frankfurt ein bisschen. Da gibt's auch in Sachsenhausen. Ja, da fahre ich auch immer durch so eine Straße durch, wenn ich zum Parkhaus fahre. Da gibt's auch so Gassen. Oh, da freue ich mich drauf, mit dem großen Auto durch die Gegend zu fahren. Oder hier dann, ja, 30 erlaubt. Aber KI ist doch auch so schnell gefahren. Ich kann wieder nicht weit genug umgucken. Ich fahre einfach mal raus auf gut Glück. Das kennt man ja auch so in der Realität. Da fährt einer vor einen vielleicht 50 in der 30er-Zone und dann lässt man sich immer so ein bisschen verleiten. Also wenn man da nicht wirklich drauf auf die Schilder achtet und der andere fährt vor einen falsch, dann fährt man gerne mal hinterher falsch. Das ist nicht ganz so gut. Was ist da vorne los? Der hat geparkt und dann... Okay, jetzt fahren sie. Alles klar. Aber so an sich, das Fahren macht echt Bock. Also es ist wirklich gut umgesetzt. Ich kann mir, also so zielgruppenmäßig kann ich mir gut vorstellen, dass Leute mit Lenkrad, die vielleicht noch keinen Führerschein haben oder keinen Führerschein haben können oder was weiß ich, aus irgendwelchen Gründen, für die kann das Spiel schon richtig gut sein, weil das fühlt sich halt auch wirklich richtig gut an. Nur ich tue mir noch mit dem Automatikauto hier ein bisschen schwerer. Ich glaube, mit dem Schaltfahrzeug komme ich besser klar. Das ist genauso, wenn ich das Auto von meinem Vater fahre, Automatikschaltung, was momentan in der Werkstatt ist, ich fahre schon wieder zu schnell, da muss ich immer meinen Fuß auf Zwang
quasi an die Seite pressen, meinen linken, damit ich nicht nach Kupplung suche. Und ich lasse mich zu früh rollen, wie jetzt hier in dem Fall auch wieder. Ich bin zu früh vom Gas gegangen und dann wird das Auto einfach schlagartig langsamer. Da muss man sich dran gewöhnen. Da muss man sich wirklich dran gewöhnen. Ja, mit dem Schalter tust du einfach dann Kupplung treten und dann rollt die Karre. Ich fahre hier rum wie mit so einem Bus. So, Parkplatzsuche. Kommen wir da rein? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber hier, die Gegenseite ist frei. Komm, wir können da doch wenden. Das ist doch gar kein Thema. Ich würde gerne den Warnblinker anmachen, aber... Warnblinker ist momentan ausverkauft. Ja, lauf doch durch mein Auto durch. Boah, Automatikfahrzeug. Das schießt aber auch immer so nach hinten los. Dann ist, ich brauch meinen Schalter. Ich brauche demnächst meinen Schalter. So, wie, wann, wo muss man hier parken? Was steht da? Werktags 9 bis 23 Uhr. Deswegen steht hier keiner. Wollen wir hier parken wirklich? Oder ich weiß nicht, was passiert, wenn ich jetzt hier stehen bleibe. Und habe theoretisch keinen Parkschein und darf hier eigentlich nicht parken. Wir testen es mal. Wir wollen ja ein bisschen rumprobieren. Ja, wenn ich Kaufrausch habe, dann muss ich hier einfach parken und muss... Ich darf da nicht so weit das Zeug schleppen. Kann man sich auch Parkscheine ziehen? All Vehicles. 3,50 pro Stunde. Das wäre natürlich noch cool, wenn man sich einen Parkschein hier noch ziehen kann. Ich renne gerade mal zu der Aufgabe. Was heißt rennen? Das ist die maximale normale Laufgeschwindigkeit. Kaufrausch. Jetzt haben wir bestimmt 1000 Sachen hier rumliegen, die nicht ins Auto passen. Oh, nee. Hier geht nur die Aufgabe los. Wir müssen hier nicht einkaufen. Fahre zu einem Supermarkt, einer Apotheke und einem Modegeschäft. Oh Gott, die Aufgabe, die ist ja richtig aufwendig. Ja gut, dann habe ich hier nur kurz gestanden. Supermarkt, sehe ich jetzt, was ein Supermarkt ist? Also ich habe hier jetzt grüne Symbole. Ich würde sagen, das mit der Tüte ist wahrscheinlich ein Supermarkt. Das hier wird wahrscheinlich ein Drogeriemarkt sein und dann noch Elektronikgeschäft. Okay, da müssen wir nochmal gucken. Ja, die Markierung ergibt überhaupt keinen Sinn. Gut, jetzt sind aber auch die Symbole weg. Jetzt sind sie wieder da. Okay, wir haben hier unten Elektronikgeschäft, Supermarkt plus Drogerie. Dann würde ich doch sagen, fahren wir doch einfach mal direkt da unten hin. Machen wir das doch einfach mal so. Auto an. Auf Drive, los geht's. Müssen wir direkt eine riesen Shopping-Tour hier machen. Das war eigentlich noch gar nicht so geplant. Okay, ich muss mir wieder mal in den anderen Sichtmodus wechseln, dann kann ich mich nämlich wieder schnell umgucken. So, okay, funktioniert. Finde ich aber auch eine gute Lösung, dass man sich das so auswählen kann. Okay, ist wieder nur 30 erlaubt. Ja, ich fahre wieder zu schnell, ich weiß. Ich weiß. Okay, Navi hat sich umentschieden. Wir sollen jetzt links lang fahren, dann rechts, links, rechts. Okay. Kriegen wir hin. Aber das Fahren macht schon echt Spaß. Das ist wirklich cool umgesetzt. Da bin ich wirklich mal gespannt, was so die Zukunft von City Driver bringt. Neue Fahrzeuge vielleicht, neue Aufgaben. Boah, also ich würde es jetzt komplett abfeiern, wenn hier noch so wirklich Einsatzfahrzeuge reinkommen. Irgendwelche Blaulichtfahrzeuge, Rettungswagen, Feuerwehr, Polizei. Man muss ja da nicht am Einsatzort irgendwie behandeln. Aber Hauptsache durch die Stadt hier fahren mit Blaulicht. Boah, würde ich cool finden. Oder mit dem Bus. Boah, auch geil. Meine Fantasie geht wieder mit mir durch, aber ist ja egal. Ist ja egal. Einzige, was halt wirklich ein bisschen blöd ist oder was mich ziemlich stört, gerade bei dem Spiel, ist, dass meine Auflösung nicht wirklich unterstützt wird. Ich finde, dafür geht's noch. Es ist nicht ganz so schlimm wie beim Autobahn-Polizeisimulator, weil hier doch eine etwas größere Auflösung unterstützt wird, nur halt nicht meine. Und dadurch sieht's nicht ganz so schlimm aus, trotz der geringeren Auflösung. Aber es wäre natürlich cool, wenn meine Auflösung da auch dabei wäre. Aber wie gesagt, es ist noch verkraftbar. Es ist verkraftbar. Theoretisch, vielleicht kann ich sogar von AMD Grafikkartentreiber technisch gucken, dass ich das hochskalieren lasse und dann sieht man da wahrscheinlich so gut wie gar keinen Unterschied mehr.
Darf ich hier reinfahren? Ich sehe da jetzt keinen Pfeil, wo ich durch muss, aber ich denke mal, ich kann hier lang. Albernstraße, fahren wir gerade auch mal durch. Ja, der Bleifuß, aber 30 passt. Wir dürfen ja 30 fahren in der Stadt, das ist in Ordnung. Kann man hier nicht schummeln? Dran vorbeifahren auf die Linksspur einordnen? Nein, links ist anscheinend eine Abbiegeampel. Okay. Ist auch cool, wenn die Leute laut Musik anhaben im Auto, dann hört man das hier. Das kann man auch in den Optionen umstellen, aber ich find's cool. Okay. Es war grün. Wir quetschen uns mal raus. Danke. Boah, ich fahre hier echt rum, als würde ich einen LKW fahren gerade. Aber ich will auch so ein bisschen eigentlich versuchen, so stark, so schnell einzulenken. Deswegen, ja, ist ein bisschen schwierig. Hä, da, die zweite Spur ist doch noch fürs Geradeausfahren. Was macht ihr denn? Warum stellt ihr euch alle hier an? Hat das Auto Piepser vorne? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wir kommen aber dran vorbei. Ich war mir jetzt nicht sicher. Das sind doch beides Geradeausspuren. Warum stellt ihr euch alle in eine Reihe auf? Oh Gott. Ich fahre aber auch ruckelig mit dem Automatikding, weil ich immer zu früh vom Gas gehe. Die Karre rollt zu wenig dann. Und machen wir Wettrennen. Komm, ich bin Startler. 3, 2, 1. Oh, ich will nicht wissen, wie der Porsche abgeht. Und der Ferrari. Uiuiui. Oder Tesla. E-Karre. Die haben einen mega Anzug. Also die paar Sekunden sind die auf 100 oben. Gar kein Thema. Ist halt dann der Akku leer. Ist ja egal. Komm, los geht's. Grün. Rote Ampel überfahren, also bitte. Also, oh Mann, diese Bestrafungen sind echt noch dämlich. Rote Ampel überfahren, also ich stand auf der Geradeausfahrspur und es wurde gerade grün. Ich bin bei weitem keine rote Ampel gefahren. So oft, wie ich hier jetzt schon rote Ampelverstöße gekriegt habe, da wäre ich meinen Lappen schon 10-mal los gewesen. Ah, jetzt stehe ich wieder so gut da mit dem Spiegel, dass ich wieder nicht sehe. Ach, super. Dann gehen wir gerade halt mal in die Außenansicht. Also die Fahrzeugmodelle sind schon echt wunderschön. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr bis jetzt so von dem Spiel haltet. Also vom Spielen, vom Fahren her, schöne Fahrsimulation bis jetzt. Klar, es hat noch Fehlerchen drin, das gibt es nicht abzustreiten. Das hat es auf jeden Fall. Aber so an sich, das Fahren fühlt sich halt echt gut an mit Lenkrad. Wie es jetzt mit Tastatur oder Controller ist, kann ich nicht sagen. Aber mit Lenkrad, es fühlt sich wirklich sehr gut an. Man kann sehr schön fahren. Und die KI funktioniert auch besser als eigentlich erwartet. Muss ich auch noch dazu sagen. Habe ich eigentlich nicht mit gerechnet, aber doch, die funktioniert wirklich gut. So, ich glaube, wir müssen uns hier auf die Linksabbiegerspur einordnen. Ich fahre gerade mal so ein bisschen in der Außenperspektive, weil ich finde, es sieht einfach schön aus. Es sieht einfach schön aus. Kann man machen. Ja, bin ein bisschen weit weg stehen geblieben von der Linie. Gehen wir die Sachen einkaufen und dann haben wir die Aufgabe erledigt. Gibt jetzt halt mal eine etwas längere Folge, aber da ich ja jetzt seit kurzer Zeit mit einem neuen Video-Encoder aufnehme, werden die Videos einiges kleiner. Ich hoffe, dass ich heute noch diese Folge hochladen kann und veröffentlichen kann. Am Release-Tag direkt. Und dann geht es am nächsten Tag mit der nächsten Folge weiter. Mit dem nächsten Auto dann. Deswegen will ich die Aufgabe jetzt hier noch fertig machen, weil ich jetzt nicht das Auto wechseln möchte. Ich finde auch so von der Physik her, die Autos, die fühlen sich halt echt gut an. Es gibt auch einen Fotomodus. Übrigens. Wollte ich auch noch dazu sagen. Ist ja was ich immer total gerne in Spielen benutze. Gibt's hier auch. Und dadurch, dass wir schöne Fahrzeugmodelle haben und so, werde ich auch dann versuchen, schöne Fotos zu machen. Das werde ich aber dann außerhalb der Folge machen, weil ich möchte mir dann schön viel Zeit nehmen für die gescheiten Bilder und ein bisschen mit dem Fotomodus rumspielen. Vielleicht auch an irgendeinen schönen Ort fahren, wo man coole Bilder machen kann. Da muss ich mich aber noch so ein bisschen hier in München umgucken. Ich liebe das Hochbeschleunigen beim Automatik. Wenn er erst nochmal einen Gang runterschaltet und dann erst hoch. Finde ich cool. Das Getriebe freut sich.
Oh, ich will echt nicht wissen, wie der Tesla abgeht. Ich will echt nicht wissen, wie der Tesla abgeht. Und ich freue mich drauf, mit dem großen Sprinter halt hier durch die Stadt zu fahren. Aber die Ampeln, die sind echt nicht auf meiner Seite, wie in jedem Spiel. Okay, ich weiß jetzt nicht genau, was mir die Pfeile da vorne sagen sollen. Wahrscheinlich, dass ich auf die linke Spur rüber muss oder so. Ich glaube, so Sachen sollen ja auch noch geplant sein, dass dann irgendwie mal Umleitungen hier auf der Strecke sind oder Baustellen, man Umwege fahren muss und. Bin ich auch mal gespannt. Das wäre halt wirklich cool, wenn dieses Spiel hier jetzt so ein bisschen als Plattform stehen würde für mehrere Spiele in einem. So, zählt die Ampel jetzt auch für mich? Ja. Ja, das jetzt zum Beispiel, man hat ja hier jetzt schon einen großen Teil Tramstrecke mit dabei. Ich weiß echt nicht, was mir die Pfeile da sagen sollen. Wahrscheinlich, dass ich hier rüber muss. Gehe ich mal davon aus. Man hat ja, wie gesagt, hier schon zum Teil die Tramstrecken drin. Und jetzt hätte man hier eine gescheite Fahrzeug-KI. Warum nicht dann die Tram aus Trams in München hier noch eingefügt und den Spieler dann zur Auswahl gestellt? Ja, willst du jetzt Tram fahren oder willst du Auto fahren? Da hätte man endlich mal eine gescheite KI hier und hätte, ja, dann halt zwei Spiele in einem. So als Idee. Also, ich würde es persönlich sehr abfeiern. Okay, nee, ich muss jetzt nicht rechts abbiegen. Ja, wir sind in dem Gebiet angekommen, wo ich hin möchte. Ich glaube, wir bleiben erstmal jetzt hier auf der Geradeausstrecke und werden dann erstmal zum Galeria Kaufhof gehen. Okay, alles klar, gehen wir ein bisschen shoppen. Wo kann man hier parken? Wo kann man hier parken, ist so die Frage. Einfach hier mitten auf die Straße gestellt. Eigentlich können wir hier auch irgendwo das Auto abstellen und können dann schön shoppen gehen. Also irgendwo einen Parkplatz suchen. Da hinten, wo das DPL-Fahrzeug steht, könnte man vielleicht parken. Oder wir gucken mal bei der Drogerie. Dann stellen wir das ab und dann laufen wir die paar Meter durch die Gegend. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob ich dann Zeug durch die Gegend schleppen muss. Habt ihr hier ein Parkhausschild gesehen? Also ich nicht. Boah, ein Parkhaus reinfahren wäre natürlich auch nochmal Wahnsinn. Das ist ja schon in der Realität Katastrophe. Stehe ich zufällig auf der falschen Spur? Ist das zum Abbiegen, die Spur, oder ist das... Ach, angeblich kann ich hier gar nicht geradeaus. Okay, deswegen waren auch die Pfeile gerade da. Ja gut. Dann müssen wir gucken, dass wir hier irgendwie wenden. Und einen Parkplatz kriegen. Falls sich da irgendwann nochmal was tut. Das ist so die andere Sache. Ich glaube, wir stehen eigentlich auf einer Spur, die geradeaus fahren soll, oder? Ich blicke hier nicht durch. Egal. Die Autos vor mir fahren einfach sowieso nicht. Also so oder so nicht. Ich setze mal meinen Blinker links rüber. Ich will mich da mal reinquetschen. Okay, jetzt fahren sie auf einmal doch los. Und geradeaus jetzt. Und fahren dabei noch eine Person um. Okay, man darf die KI nicht wirklich immer so beobachten. Ja, wunderbar stehe ich jetzt gerade hier. Aber der hinter mir steht noch bescheuerter da. Also alles gut. Ich kann ja trotzdem mal ein Foto machen. Ja, ich würde gerne da vorne irgendwo gucken, ob ich parken kann. Dann stelle ich mein Auto einfach an so eine Seitenstraße auf dem Bürgersteig. Der ist groß genug, ist ja eh nicht bebaut. Ist ja eh leer. Selbes Problem wie bei Tramsem. 2 Meter außerhalb von der Strecke ist schon einfach nichts mehr bebaut. Das ist natürlich wieder, ja, View App. Aber vielleicht wird es ja noch bebaut. Ja, ich denke auch mal, dass das jetzt nicht so bei der Strecke hier bleiben wird. Ich denke mal, das wird auch noch größer werden. Ich glaube, man hat ja noch recht große Pläne eigentlich mit dem Spielen. Deswegen, ich habe da noch Hoffnung.
Boah, ich kann mich doch eigentlich hier vorquetschen, oder? Halsbrecherisches Manöver. Das ist nur gerade so nebenbei noch gesehen. Ah, komm, da geht noch was. Auch mit dem Automatikfahrzeug, was immer losschießt. So, dann würde ich gerne auf Parken gehen. Motor aus. Ups, nein, ich wollte nicht den Gang wechseln. Ich wollte aussteigen. So, wir haben jetzt hier vorne irgendwo die Drogerie, genau. Da ist DM oder so, genau. Und jetzt fahren wir einfach mit der Tram zur nächsten Haltestelle. Zum nächsten Ding. Drogeriemarkt, F drücken. Habe ich jetzt Sachen in der Hand? Schade. So doll ist mein Kaufrausch anscheinend doch nicht. Da drüben wäre der Galeria Kaufhof. Komme ich da irgendwo drüber oder muss ich jetzt wirklich auf der Straße rumrennen? Okay, hier hätten wir auch nochmal einen Parkstreifen. Hallo, ich renne jetzt einfach mal drüber. Durchs Gebüsch. Hallo Straßenbahn. Hallo Auto. Warum nicht? Ja, hier sieht man wieder das gleiche Problem. 2 Meter außerhalb von der Map quasi und es ist nichts mehr bebaut. Sogar die Straßenbahngleise enden hier einfach und das ist View App. Leider. Das war bei Tramsim auch schon so. So, mal gucken, ob wir jetzt irgendwas in der Hand haben. Auch nicht. Gut, dann haben wir jetzt noch das Elektronikgeschäft übrig. Ich renne mal wieder halsbrecherisch vor den Tesla. Das ist ein Auto- und Laufsimulator, wenn man keinen Parkplatz findet oder keinen Parkplatz suchen möchte. Boah, hier wäre einer frei. Da wäre einer frei. Elektronikgeschäft, wo muss ich denn da rein? Da hinten. Da hinten. Gut. So. Dann haben wir die ganzen Sachen. Muss ich jetzt Zeug ins Auto stopfen oder nicht? Nö. Aufgabe beendet. Mission abgeschlossen. Mission abgeschlossen in weniger als 30 Minuten. Abgeschlossen in weniger als 10 Minuten. Keine Verkehrsregeln missachtet. Keine Zusammenstöße verursacht. Angeblich bin ich doch mehrmals über rote Ampeln gefahren, oder? Ja, irgendwie ist das ganze System doch ein bisschen merkwürdig manchmal. Ein bisschen merkwürdig. Na gut, das ist nicht unser Auto. Das habe ich, glaube ich, da hinten hingestellt. Genau. Könnte man eine Kaffeepause machen, okay. Ja, das war unser erster Tag in München, würde ich sagen. Der erste Tag im City Driver, der erste Tag in München. Können wir auch eigentlich die Motorhaube aufmachen? Keine Ahnung, vielleicht kann man es machen. Naja, haben wir jetzt. Kofferraum ist wahrscheinlich immer noch leer. Ja. Na gut. Ja. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, gerne auch Discord-Server beitreten und gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Würde mich sehr freuen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.